herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Im heutigen Video werdet ihr sehen, wie wir meine neuen Sitze einbauen. Ich hatte in dem letzten Video, wurde ich ja schon mal gefragt, von Arthur zum Beispiel, warum die noch nicht eingebaut sind, weil ich habe keine Zeit. Ihr wisst, ich filme für Philipp, ich filme für Valetudo, mittlerweile für mich selber. Das ganze Material muss noch geschnitten werden, wir sind auf Reisen und so weiter. Deswegen hat Gerrit gesagt, komm einfach bei mir vorbei, wir machen das heute. Du bist von der Firma? Basssitze, wir sind Recaro-Händler und ja, vertreiben genau. Halt Recaro-Sitze, Konsolen, alles, auch individuelle Sachen. Ja, die Sitze habe ich auch von der Firma und da wir uns privat kennen, hat er einfach gesagt, komm, ich baue dir die ein. Jetzt bin ich hier, um das Ganze zu filmen. Klar, kostet auch Zeit, aber so haben wir wieder ein Video für euch. Oder ich wieder ein Video für euch. Also es sind jetzt Recaro Sports ACS-Sitze, die da reinkommen. Ohne Seitenairbag. Man kann die auch nehmen im Golf 7. Die sind mit ABE. Man muss dann halt nur die Airbag stilllegen in den Sitzen. Und das macht man mit Widerständen. Und, ja. Mit Airbag, wer müsste man eintragen? Nee, gibt es auch mit ABE. Also, ach so, okay. Genau. Mhm. Sind egal wie, ob mit oder ohne Airbag. Ach so, okay. Mhm, gut. Ist alles mit ABE. So, wie ihr seht, Sitze sind eingebaut. Und ich dachte, weil ihr habt ja noch kein Video gesehen, wo wir mit der Leistung, weil wir sind jetzt bei 378, glaube ich, 378 PS. Wollte ich euch einfach mal so ein bisschen zeigen, wie das Ding marschiert. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin richtig froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin mit SAR. Klar, Diesel-Tuning hin und her. Ich weiß, dass sich das viele von euch gewünscht hätten. Ich hätte es mir auch gerne gewünscht, aber ich bin echt wirklich zufrieden. Und auch mit den Sitzen. Weil, hier den Sitz könnt ihr ja so ein bisschen sehen, wo ich drauf sitze natürlich nicht. Sind ultra bequem. Einzige, was ich jetzt hier natürlich nicht habe, ist eine Sitzheizung. Da ist es hier wieder 100. Das Einzige, was hier gerade noch nicht geht, ist eine Sitzheizung. Könnt ihr das sehen? Na, wahrscheinlich nicht. Ich habe ja noch die GTD-Rückbank drin. Ne? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, schmeiße ich die raus. Problem ist, ich habe halt, wisst ihr, eine kleine Tochter, da die muss noch hinten sitzen. Weiß ich noch nicht, vielleicht hole ich mir auch noch so einen kleinen Smart oder irgendwie sowas für einen Alltag, weil ich will den hier, wollte ich eigentlich als Daily fahren. Ich weiß es noch nicht, es ist schwierig, wirklich schwierig. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das so machen würdet. Ich habe so ein paar Optionen, die ich mir vorstellen könnte. Entweder mache ich die Sitze, das Innenleben hier in GTD, das lasse ich Leder. Dann könnte die Rücksitzbank zum Beispiel drinnen bleiben. Käfig muss ich ja auch wieder einbauen, habe ich jetzt noch nicht, weil ich hatte damit ja die Sitzbank umgeklappt, um die Sitze zu transportieren. Oder ich schmeiße die Rücksitzbank raus zum Beispiel und mache da, es gibt dieser GTI Club Sport S, nennt er sich, glaube ich. Der wurde ja, soweit ich das weiß, ohne Sitze sogar oder ohne Rücksitzbank ausgeliefert. Da könnte man zum Beispiel das machen, dass man dann einfach so einen Teppich reinlegt. Dann wüsste ich aber wieder nicht, wie ich das mache, weil dann habe ich ja immer noch diese Isofix-Dinger da liegen. Die sieht man dann. Abflexen will ich die auch nicht, will das Auto ja nicht komplett schrotten. Oder wenn ich dann die Rücksitzbank drinne lasse, hinten dann so machen wie vorne. Ich müsste für beide Fälle natürlich einen guten Sattler finden. Ich habe da auch schon bei Insta viele Nachrichten bekommen, was es für Sattler gibt. Muss ich mich noch mit beschäftigen, aber ich weiß, wie gesagt, immer noch keine Lösung, wie ich das am besten machen soll. Genau, Sitzheizung hat er jetzt gerade aktuell nicht. Wenn ich die vorderen Sitze allerdings neu satteln lasse, dann würde ich mir da noch so eine Sitzmatte reinlegen. Also so eine Heizmatte, dass das hier ganz normal über meinen ganz normalen Knopf hier funktioniert. Aktuell, ihr seht es gerade nicht, weil ich habe nur diese Kamera, aber ich bin gerade auf dem Weg, meine Tochter abholen. Die Airbag-Leuchte leuchtet noch, weil Recaro schickt da immer einen Haufen Stecker mit für diese Adapter, um das stillzulegen. Nur irgendwie für Golf 7 nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das austragen muss, den Airbag. Wisst ihr das? Habe ich mich auch noch nicht mit
hatte ich ja quasi von mir dann so eine kleine Szene, wo ich schon wieder auf dem Prüfstand war, eingeblendet. Weil, ja, es geht halt wirklich relativ schnell, dass du dich an diese Leistung gewöhnst. Aber es macht wirklich Spaß, wirklich, wirklich Spaß. Ich war auch im Überlegen, weil ich habe jetzt ja gerade noch Achillesreifen drauf. Es kommen aber wohl die Pilot, Sport, irgendwas, weiß ich gar nicht. Hat ja Arthur von SAR und auch Philipp hat gesagt, hol dir auf jeden Fall die, die sind gut, die sind leise. Bei nasser Fahrbahn hast du damit auch Traktion, habe ich jetzt hier gar nicht. Hatte ich aber auch schon, ich muss mal dazu sagen, also bei nasser Fahrbahn, als noch der Dieselmotor drin war, ne? Selbst mit 184 PS. Wir haben von euch gefragt, warum ich mir die Achillesreifen überhaupt draufgebaut habe. Ja, ich dachte, dass ich diese Felgen nur ein Jahr lang oder eine Saison fahre und wollte dann, ja, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen Geld sparen einfach. Ne? Deswegen habe ich das so gemacht. Jetzt werde ich die wahrscheinlich trotzdem weiterhin fahren. Beziehungsweise werde das ganz einfach machen, sollte ich mich dafür entscheiden, doch andere Felgen zu fahren. Es kommen ja wenn sowieso noch welche von Livella in Frage, weil die halt einen Style an Felgen haben, der mich anspricht und der ist nicht so, es gibt viele, viele Felgenhersteller. Das Problem ist, dass irgendwie jede Felge sieht fast gleich aus, habe ich so das Gefühl. Ja, das wäre bei Livella halt nicht so. Was ich an den Felgen, die ich jetzt gerade drauf habe, so geil finde, ist dieser Zentralverschluss. Also das ist ja nur eine Optik, das ist eine Kappe, die drauf gesteckt wird. Aber das passt einfach zu diesem Racing oder DTM oder wie man auch immer das nennen will, Style von der jetzigen Folierung. Ne? Ob ich die lasse, weiß ich noch gar nicht. Kann sich auch in einem Jahr wieder ändern. Ich glaube, die Saison werde ich das erstmal durchfahren. Muss ich einfach mal gucken. Es geht echt gut. Wirklich, wirklich gut. Es macht verdammt viel Spaß. Gerade jetzt auch bei trockener Strecke. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt. Jetzt bei trockener Strecke. Der Wagen zieht in eins durch. Schmeißt keine Fehler zum Beispiel. Das ist ja auch ganz wichtig. Das haben die wirklich, wirklich gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Du bleibst bitte auf deiner Spur, danke. Hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, dass wir da echt so ein perfektes Produkt draus zaubern können, oder die Jungs. So, dass sie es drauf haben, auch mit der 15-Liter-Geschichte zum Beispiel. Da haben die das Ding ja auch mit TÜV und hast du nicht gesehen, alles fertig gemacht. Viele hatten von euch gefragt wegen dem Getriebe, warum ich das Dieselgetriebe nicht weiterfahren durfte. Das liegt einfach daran, ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig. Du hast, ja, ist schon wieder begrenzt, ja. Es liegt daran, dass du hast ein ganz anderes Übersetzungsverhältnis und durch dieses Übersetzungsverhältnis zum Beispiel hättest du eine viel höhere Endgeschwindigkeit, die du erreichen kannst, was, glaube ich, mit einer der Probleme war. Und dann sollen sich die Abgaswerte auch verändern. Klar, man hätte das jetzt machen können, dass man sagt, du, dann mache ich halt ein Abgasgutachten. Das kostet aber so zwischen 10.000 und 15.000, wenn ich mich nicht irre. Ja, die wollte ich nicht investieren. Ne? Und ich hatte ja Glück, wie gesagt, dass ich das Getriebe 1:1 tauschen konnte. Ich weiß nicht, ob derjenige, der das Getriebe getauscht hat, ob der das jetzt bei sich einfach einbaut. Ja, ist mir relativ eigentlich auch egal. Ich bin wirklich, wirklich zufrieden. Wo ich nochmal am Überlegen bin, vielleicht doch auf Allrad umzubauen, wobei mir da schon viele gesagt haben, lass das, es wird sich schlechter fahren. Ich würde allerdings halt gerne noch ein bisschen mehr Leistung fahren in dem Auto. Mein Traum wären so 500 PS, wobei ich glaube, der Motor schafft nur 500 PS. Oder ist da vielleicht sogar schon die Kotzgrenze, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich bin der Typ hinter der Kamera und nicht der Typ, der die Motoren zusammenschraubt. Deswegen habe ich da, wie ihr wisst, keine Ahnung von. Ich würde halt, also sagen wir mal, der Wagen würde 500 PS aushalten, dann würde ich auf Nummer sicher gehen wollen und würde 450 PS machen, einfach damit das Ganze noch ein bisschen haltbarer ist, weil ich fahre den Wagen ja aktuell schon noch jeden Tag. Ne? Ich habe nur allein in der ersten Woche, ich bin aber allerdings auch viel gefahren, über 500 Euro an Sprit rausgehauen. Das ist mit Diesel natürlich nicht so gewesen. Ne? Ich habe hier die Hälfte an Kilometer, also wenn ich voll tanke, habe ich jetzt 480, 550, je nachdem, wo er sich gerade im Durchschnittsverbrauch verhält. Mit meinem Diesel, und hier bin ich jetzt, also jetzt gerade aktuell steht hier 11,5 Liter Verbrauch Durchschnitt. Ich hatte mit dem Diesel
schnell 7, 8 Liter. Ne? Von der Bequemlichkeit der Sitze habe ich, glaube ich, schon gesagt, es ist echt, du hast hier einen perfekten Seitenhalt. Übrigens nochmal danke an Gerrit und René, dass ihr mir die Sitze eingebaut habt. Hat für mich wieder den Vorteil gehabt, dass ich ein Video machen konnte und es ging auch viel schneller, als wenn ich es selber hätte probiert. Ich weiß ja nicht, ob ich das auch geschafft hätte, weil ich bin halt technisch nicht so versiert. Klar, jetzt durch die Videos mit Philipp und so weiter hat sich mein Verständnis oder wie sagt man, mein Wissen schon erweitert, ganz klar. Aber ich würde mich einfach nicht trauen, ein Fahrwerk einbauen zum Beispiel. Ich weiß, wie das geht. Ich würde es aber nicht machen, weil, ja, wie soll ich das erklären? Wie gesagt, wenn ich meine Tochter mit habe und da ist irgendwas falsch, genauso bremsen, ich weiß, wie man die Bremsen wechselt. Ich würde mich das aber nicht trauen, es selber zu machen, weil meine kleine Tochter mitfährt. So. Motor würde ich auch wahrscheinlich rausgerissen kriegen, wahrscheinlich nie wieder eingebaut. Da fehlt dann das komplette Verständnis. Ne? Nur, dass ihr mal so wisst, dass ich eigentlich nicht ganz blöd bin, was diese Sache angeht. Was allerdings, wie gesagt, auch an den Videos mit Philipp oder auch mit Marius, was der Typ, die haben das ja beide nicht gelernt. Ne? Marius ist Karosseriebauer, Philipp ist Maschinenbaustudent. Brutal, wirklich, wirklich brutal. Ich hätte gerne so viel, die Hälfte davon an Wissen wie die beiden, dann würde ich das wahrscheinlich wirklich alles selber machen, aber geht halt nicht immer. Das war jetzt wieder ein relativ kurzes Video. Wir haben ja nur Sitze eingebaut und ein bisschen kleine Probefahrt, nenne ich es mal. Ich möchte noch mal ein Video machen, wo wir Zeiten messen zum Beispiel. Oder das werde ich noch mal in irgendeinem Video mit reinpacken, wenn euch das interessiert. Ich hatte nur bis heute, also ich wollte eigentlich jetzt für diese Fahrt so eine Driftbox dabei haben oder mir organisiert haben, aber... Was war das? Aber keiner hat eine Driftbox. Ich glaube, Benny vom BK hat eine. Da müsste ich ja noch erst wieder hinfahren. Das war jetzt in den letzten Tagen nicht möglich. Aber ich fahre ja die Tage zu Benny. Ich weiß nur noch nicht wann. Das muss ich mal terminlich mit ihm noch bequatschen. Weil wir ja da die Abgasanlage einbauen. Da hatten viele von euch gefragt, wie sowas möglich ist. Wegen der EWG ohne Eintragung und so weiter. Das werden wir in dem Video natürlich behandeln, weil das kann ich euch so jetzt auch nicht sagen. Habe ich ja keine Ahnung von. Er wird der Frage aber genau auf den Grund gehen. Dann fahren wir noch zu H&R in den kommenden Videos mal, weil ich ja mich von diesem wunderschönen Fahrwerk trennen möchte. Ich danke euch fürs Zusehen. Vergesst nicht zu abonnieren. Wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Sollte das für andere Leute, die das sehen, interessant sein, gebt diesem Kommentar einen Daumen. Dem Video natürlich auch. Aber damit ich einfach sehe, wie das Interesse von euch ist. Weil es bringt ja nichts, wenn das eine Person interessiert und der Rest sagt, nee, eigentlich wollen wir das gar nicht sehen. Dann mache ich da halt auch dann kein Video von. Ne? Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Video. Ciao. Let me into my zone. Please don't let me into my zone. 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 Please don't let me into my zone.